Ihr wollt auf eurem Clipperdrucker während dem Druck das Filament wechseln, um mehrfarbig zu drucken? In diesem Video zeige ich euch anhand des Illego Neptune 4 Pros, wie ihr alles einrichten und das umsetzen könnt. Um in Curer einen Druck mit Filamentwechsel vorzubereiten, müssen wir zunächst über das entsprechende Menü ein Post-Processing-Skript hinzufügen. Hierfür wählen wir das Skript Filament Change und setzen der Einfachheit halber einen Haken bei Use Firmware Configuration. Die Standardwerte dafür werden wir gleich in Clipper definieren. Bei Layer geben wir die erste Ebene an, bei der das gewechselte Filament verwendet werden soll. Mit den Optionen Enable G-Code Before und Enable G-Code After kann mit dem G-Code M300 ein Piepen des Druckers bewirkt werden, um den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel nicht zu verpassen. Der Parameter S gibt dabei die Frequenz in Hertz an und der Parameter P die Länge in Millisekunden. Mit 10 Sekunden finde ich hier die Standardeinstellung für davor etwas lang. Und danach braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Piepen. Da Clipper die Befehle M600 für den Wechsel und M300 für das Piepen nicht standardmäßig unterstützt, legen wir nun im nächsten Schritt Makros an. Mein GitHub-Repository mit den Makros ist in der Beschreibung verlinkt. Zunächst öffnen wir die printer.config-Datei und suchen die richtige Stelle für die Makros. Ich füge diese immer gerne unter den bestehenden ein. Nun können wir von GitHub die Makros rüberkopieren. Das M300 Makro ist hier speziell auf der Neptune 4 und 4 Pro ausgelegt und muss für andere Drucker aufgrund der möglichen anderen Verkabelung des Piepers angepasst werden. Das M600 Makro kann auch für andere Drucker einfach übernommen werden. Mit dem Knopf Speichern und Neustarten können wir nun unsere Änderungen übernehmen. Für die Druckvorbereitung habe ich schon ein Modell in Curer geladen, welches wir nun zunächst slicen. Jetzt finden wir die Ebene, bei welcher wir das Filament wechseln wollen. In meinem Fall soll ab Ebene 11 eine andere Farbe verwendet werden. Daher gebe ich für das Filament Change Script als Layer die Ebene 11 an. Bei Enable G-Code Before und Enable G-Code After lasse ich die Standardeinstellungen aktiviert. Ich empfehle zwar, wie zuvor gesagt, diese anzupassen, will euch allerdings die Möglichkeit geben, euch ein eigenes Bild zu machen. Was ich nun noch empfehle, ist ein Turm zur Reinigung der Düse beim Filamentwechsel. Das Modell hierfür habe ich in der Beschreibung verlinkt. Dieser sollte so hoch sein, dass er mindestens noch die erste Ebene des neuen Filaments enthält. Ihr könnt ihn allerdings auch höher machen. In meinem Fall passe ich die Höhe auf 2,24 mm an und ich überprüfe, ob der Turm mindestens 11 Schichten hat. Danach schauen wir über den Slider unten auf unserer ersten Schicht des neuen Filaments, ob der Turm auch vor allen anderen Objekten gedruckt wird. Normalerweise ist das der Fall, wenn man den Turm vorne rechts vom Druck positioniert. Falls nicht, dann kann man einfach etwas rumrupieren, bis es passt. Nun ist unser Druck vorbereitet und wir können den G-Code einfach speichern und in den Druck geben. Zuerst startet der Start nun wie gewohnt. Für den Wechsel piept der Drucker nun für 0 Sekunden, was ich definitiv verkürzen werde. Und wir können das Filament wechseln. Nach dem Wechsel hat der Filamentsensor getriggert und wir können über den Button so viel Filament laden, bis die neue Farbe nicht mehr verunreinigt ist. Das Ganze entfernen wir dann, bevor wir den Druck einfach fortsetzen.
Sollte euer Filamentsensor nicht triggern, dann könnt ihr einfach in den Einstellungen den Load-Button verwenden und anschließend auf der Druckseite auf Resume drücken. Anschließend druckt der Drucker bis zum Ende wie gewohnt weiter. Beim Ergebnis können wir sehen, dass der weiße Teil am Clean Tower etwas unschön ist. Genau dafür ist der Clean Tower da, damit das nicht mit unserem Druck passiert. Beim Druck selbst können wir sehen, dass alles wunderbar geklappt hat. Wenn man noch mehr als zwei Farben will, dann könnte man an der Stelle auch in Cura mehrere Filament-Change-Scripts hinzufügen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Tutorial weitergeholfen hat und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen.